Weil egal in welche Großstadt wir mal fahren, zu einem Konzert, zum Einkaufen, Zoobesuch, vorher ist es immer die gleiche Diskussion, wo parken wir denn da? Einen Parkplatz finden, den baden-württembergischen Großstädten nicht gerade leicht. Und in Stuttgart wird es für Berufspendler künftig noch ein bisschen schwerer. Ab Anfang Juni fallen in weiteren Stadtbezirken der Innenstadt kostenlose Parkmöglichkeiten weg. Parkraummanagement nennt sich das. Schicker Name für ein Programm, das seit Oktober greift. Thorsten Link stellt's uns vor. Noch verbergen sie ihr wahres Gesicht. Doch ab 1. Juni, wenn die Hüllen fallen, wollen die Automaten Geld. 10 Cent für 8 Minuten, rund 7 Euro für den Tag. Rund 200 neue Automaten stehen jetzt in weiteren Zonen des Stadtgebietes. Dort, wo Parken bisher kostenlos war. Parkraummanagement nennt das die Stadt. Ein Konzept, das Pendler abschrecken soll. Wenn so ein neues Gebiet eingeführt wird, dann bemerkt man das so richtig. Dann sind die Pendler, sage ich immer, das sind dann so Suchende. Die suchen dann im Stadtgebiet irgendeine Stelle, wo sie nichts zahlen müssen und wo es ihnen dann aber einfach praktisch ist, um zum Arbeitsplatz zu kommen. Und die waren auch in diesen Gebieten drin. Allerdings überall im Stadtgebiet, wo seit Oktober am Straßenrand Gebühren fällig werden, hat das Parkraummanagement bisher nicht viel gebracht. Im Bezirk Mitte ist die Zahl der parkenden Autos um gerade einmal 2% zurückgegangen. Ein Ärgernis, das vor allem Anwohner trifft. Denn für sie reservierte Parkflächen hat die Stadt inzwischen abgeschafft. Für Parkausweise zahlen sie trotzdem. Deswegen ist die Skepsis bei den Anwohnern groß. Die haben natürlich jetzt hier eine Gebühr gezahlt für ein Produkt, das sie nur als vielleicht Produkt bekommen. Und da ist natürlich teilweise eine Verärgerung zu spüren. Die macht sich auch bei Gewerbetreibenden breit. Ausnahmegenehmigungen fürs Parken sind teuer, kosten bis zu 240 Euro pro Jahr. Für kleinere Dienstleister, die auf Transport- oder Werkstattfahrzeuge angewiesen sind, eine Belastung. Allerdings, die Stadt braucht das Geld. Auch dafür sollen die Automaten sorgen. Im Stuttgarter Westen hat man dann schon im zweiten Jahr einen ansehnlichen Gewinn. Zwar weniger als ursprünglich geplant, weil unsere Verkehrsteilnehmer mehr Parkscheine gelöst haben und weniger Strafzettel bekommen haben, als wir ursprünglich kalkuliert hatten. Deswegen wird in Stuttgart zusätzlich noch schärfer kontrolliert. Die Stadt hat ihr Überwachungspersonal inzwischen deutlich aufgestockt.